Ein Fangschiff aus Spanien ist in den Gewässern von Neufundland vor der Küste Kanadas gesunken. Offenbar haben nur drei der 24 Besatzungsmitglieder das Unglück bei eisigen Temperaturen überlebt. Die Rettungsaktion gestaltete sich schwierig. Mindestens 11 Seeleute, die an Bord waren, kommen aus Galicien in Nordspanien. Der Heimathafen der Villa de Pintacho ist Marín in der Region Pontevedra. Die spanische Reederei konnte zunächst keine Gründe für den Schiffbruch angeben.